Die Themen heute: keine Staatsbürgerschaft. Warum dürfen Nachkommen von Opfern des NS-Regimes nicht Österreicher werden? Keine Nachtruhe. Wird der Schlaf von Anrainern der Wiental-Terrasse noch immer durch Partys gestört? Kein Bauland. Kann durch einen Rechtsakt der BH Bauland zum Wald erklärt werden? Schönen guten Abend bei Bürgeranwalt. Wir beginnen heute mit einer Geschichte, die mit der historischen Verantwortung Österreichs gegenüber den Verfolgten des Nationalsozialismus und ihren Nachkommen zu tun hat. Vor ein paar Jahren wurde im Staatsbürgerschaftsgesetz festgehalten, dass, sehr vereinfacht gesagt, diese Personen, die damals ins Ausland flüchten mussten, beziehungsweise ihre Nachkommen, auf einfache Weise die österreichische Staatsbürgerschaft bekommen können. Aber offenbar ist es für manche Betroffene dann doch nicht so unkompliziert. Denn Volksanwalt Rosenkranz hat uns auf den Fall der Frau Dr. Linda N. Steil aufmerksam gemacht, bei der das nicht geklappt hat. Und warum das so ist, das wollen wir heute diskutieren. Schönen guten Abend, Herr Volksanwalt. Guten Abend. Christoph Seibel hat sich mit der Frau Dr. Steil getroffen. Wir treffen Frau Linda Steil und ihren Mann bei der Shoah-Namensmauern-Gedenkstätte in Wien. Die US-Staatsbürgerin hat viele Jahre in Europa gelebt und spricht daher auch sehr gut Deutsch. Sie ist der Meinung, dass sie Anspruch auf die österreichische Staatsbürgerschaft hat. Denn dieser Anspruch gilt für alle Personen und deren Nachkommen, die als österreichische Staatsbürger, als Staatsangehörige eines der Nachfolgestaaten der ehemaligen österreichisch-ungarischen Monarchie oder als staatenlose Verfolgung durch die Nazis befürchten mussten oder erlitten hatten. So ist es auch der Familie von Linda Steil ergangen. Das hier oben ist das Haus, wo meine Familie sich versteckt hatten. Oben in Nelitzen. Das heißt, Ihr Großvater hatte Hilfe damals, als er sich versteckt hat? Ja, genau. Es war eine Familie, die geholfen hat. Eigentlich zwei Familien, die geholfen hatten. Ein Freund von seinem Bruder. Ja, das waren Freunde von seinem Bruder. Und hatten auch gesehen, dass die immer Essen hatten. Und teilweise, er war auch ein Bauern, hat auch viel zur Verfügung stellen können. Ende 1944 mussten ihre Großeltern mit ihrer Mutter und Tante überstürzt aus Ungarn flüchten. Sie hatten eine Warnung erhalten. Die haben eigentlich erfahren von einer Bekannte von der Familie, die im Büro gearbeitet hat als Putzfrau, hat zufällig auf ein Schreiben gesehen, auf dem Schreibtisch. Das war jetzt Juni, Juli, so August in 1944, dass auf diesem Schreiben ganz oben auf der Liste war meine Großmutter und meine Urgroßmutter, die an den folgenden Montag, so zwei Tage später, einen gelben Stern bekommen würden und ins Ghetto einziehen müssten, in einer von den Sternhäusern. Was ja einen sicheren Tod bedeutet hätte. Genau, das wäre das Ende. Die meisten haben nicht sehr lange in so einem Ghetto leben können. Eins wegen den Umständen und zwei, weil sie einfach sehr schnell weitergeschickt worden sind. In Lietzen, auf einer entlegenen Alm, konnte die Familie bis Kriegsende untertauchen. Das hier ist meine Mutter, das ist ihre Schwester, die eigentlich noch lebt. Und das ist dann die Oma und das ist die Uroma. Die Wurzeln der Familiengeschichte von Linda Steil reichen bis weit in die K&K-Monarchie zurück. Laut ihren Unterlagen war ihre Urgroßmutter mütterlicherseits, Ersche Petronei, nach den Nürnberger Rassengesetzen Halbjüdin, da ihre Mutter Juliana Rosalie Ammer Jüdin war. Aus der Ehe der Urgroßmutter, Ersche Petronei, mit dem jüdischen Urgroßvater Albert Ronei wurde ihre Großmutter Irene Barkotz geboren, welche somit nach Definition des NS-Regimes dreiviertel jüdisches Blut hatte. Albert Rosenspitz wurde als Jude geboren und magyarisierte seinen Namen nach Auflösung der österreichisch-ungarischen Monarchie in Albert Ronei. Aus der Ehe von Irene Barkotz, geborene Ronei, mit Antal Janosch Barkotz, gingen ihre Mutter und Tante hervor, die daher eine Verfolgung durch die NSDAP befürchten mussten. Linda Steil selbst wurde in den Vereinigten Staaten geboren, wohin ihre Eltern 1949 schließlich ausgewandert waren. Dort hat sie ihren Mann kennengelernt und selbst eine Familie gegründet. Vor einiger Zeit hat die Ärztin von der Möglichkeit erfahren, als Nachkomme Vertriebener die österreichische Staatsbürgerschaft zu bekommen und hat diese beantragt. Der Hauptgrund ist natürlich, weil ich möchte, dass unsere nächsten Generationen auch wissen, wo ihre Herkunft herkommt. Und natürlich, dass das alles nicht sich wiederholt, überhaupt die Geschichte. Deswegen, solche Sachen sollten sich nie wiederholen. Und zumal, dass unsere Verwandtschaft eigentlich komplett hier in Europa ist, außer meine eine Tante und meine Geschwister. Und meine Kinder sind auch hier in Europa groß geworden. Und deswegen ist es halt sehr wichtig für uns.
Doch es gibt Probleme bei der Anerkennung. Die Emma 35 bemängelt, dass für den Aufenthalt im Versteck auf der Alm in Liezen keine Unterlagen gefunden werden konnten. M35 hat zu uns gesagt, ja, weil die sind nach dem Krieg nach Österreich gekommen, was nicht gestimmt hat. Die sind ganz am Ende von 1944 angekommen, aber natürlich versteckt dann für die Zeit dann. Und konnten erst, wo es wieder sicher war für Juden rauszukommen, dass die aus dem Versteck rauskamen. Und M35 hat dann gesagt, die hatten keine Unterlagen und keine Meldungen von denen. Aber wir hatten auch gefragt, dann könnten Sie mal uns erzählen, wie viele Juden haben sich zwischen, sagen wir, 42 und 45 bei der Gemeinde gemeldet für ihre Meldezetteln. Das, ich kann mir nicht vorstellen, weil das wäre eine Todesanzeige für denen. Und das hat natürlich kein Mensch gemacht. Und weiters argumentiert die Emma 35, dass die Großeltern als Katholiken im Taufschein eingetragen wären und daher keine Verfolgung befürchten hätten müssen. M35 hat ja mehrmals zu uns gesagt, die sind ja katholisch und die Unterlagen zeigen katholisch. Das kommt immer wieder raus, weil es sind natürlich einige, die katholisch waren. Aber das hat nichts damit zu tun, was dieser Nürnberger Rassengesetz war, weil das handelt sich um Blut. Es war wirklich komplett egal, was man für Religion ausübt. Es hing an eigentlich die Herkunft und wie viel Blut man dann in sich hat. Aber es waren ja auch viele Leute. Ich denke, glaube ich, in Österreich allein waren es fast 100.000. Ja. Das sind die als Katholiken gemeldet sind oder in Unterlagen. Aber ihr Vorfahren waren natürlich jüdisch und sind auch vergast worden. In dem Bescheid vom 20. April 2022 begründet die Emma 35 die Ablehnung unter anderem damit. Zudem kann die Herkunft der Ablichtung aus dem ungarischen Geburtenbuch, welche die jüdische Religionszugehörigkeit von Albert Rohne belegen soll, nicht eruiert werden. Ein Argument, das Linda Steil überhaupt nicht nachvollziehen kann. Als ihre Tochter in Israel nach jüdischem Ritus heiraten wollte, hatte sie dieselben Dokumente vorgelegt, um ihre jüdische Abstammung nachzuweisen. Und diese wurden problemlos akzeptiert. Aber dort zu heiraten, musste meine Tochter nachweisen können, dass sie ohne Bedenken jüdisch ist. Ja. Und nach vielen Suchen kamen wir dann auf der Rabbi Oberlander in Budapest, was der höchste Rabbi ist im Land. Und er hat dann zusammen mit ihr das erforscht und bestätigt, dass sie das machen kann. Mit dieser Bestätigung, das hat gereicht für Israel. Und Israel ist eigentlich das schwierigste Land, als Juden zu heiraten. Und die haben ohne Fragen es akzeptiert, weil das von der höchsten Rabbi kam. Im Gegensatz zu M35, die gesagt hatten, er hat wahrscheinlich einen Fehler gemacht. Linda Steil hat ihren Fall vor die Volksanwaltschaft gebracht und hofft, dass ihr Verfahren wieder aufgenommen wird. Natürlich, als allererste würde ich gern, dass die das jetzt rückgängig machen und zugeben und auch öffentlich das mal machen könnten, weil ich garantiere, ich bin nicht die Einzige, die solche Fehler in den Akten hat oder Ablehnungen. Ja. Und natürlich, am Endeffekt hoffen wir natürlich, dass wir es doch erreichen, dass die sagen, ja, Fehler gemacht, sie kriegen es und es hat sich dann erledigt. Naja, vielleicht schaffen wir das schon jetzt in der Diskussion. Ich begrüße die Frau Dr. Steil an der Seite des Herrn Volksanwaltes. Guten Abend, danke fürs Kommen. Danke. Und diskutieren werden wir mit einem Abteilungsleiter der MA 35, und zwar dem Herrn Magister Georg Hufgard-Leitner. Danke fürs Kommen. Herr Magister, gehen wir vielleicht die einzelnen Gründe für die Ablehnung der Verleihung der Staatsbürgerschaft an die Frau Dr. Steil durch. Da hat es diese Bestätigung des, wie heißt die schnell, Orthodox Rabbinatus in Budapest gegeben, dass die Mutter und die Großmutter von ihr jüdischer Abstammung seien. Wieso hat man das nicht gelten lassen? Zunächst einmal guten Abend und vielen Dank für die Einladung. Auch vielen Dank an den Herrn Volksanwalt Rosenkranz, dass er uns auf diesen Fall aufmerksam gemacht hat. Wir haben in der Zwischenzeit auch den Fall wieder aufgenommen, noch einmal weiter recherchiert. Und mittlerweile haben wir auch neue Dokumente finden können, die neu in den Opferdatenbanken eingetragen wurden. Damit ist auch die Abstammung der sogenannten Ankerperson klar nachweisbar. Und der positive Bescheid ist bereits am Weg mit der Post zu Ihnen, Frau Dr. Steil. Also das eine Anliegen von Ihnen auf jeden Fall, das ist gelungen durch zusätzliche Recherche.
Vielleicht. Gut, das ist schon einmal sehr positiv. Ja, Sie kriegen ja, den Bescheid, schon. Sie kriegen die Staatsbürgerschaft. Ja, danke. Vielleicht zu dem Fall und warum der so kompliziert war. Wir sind seit 2020 damit beschäftigt, diese neue Bestimmung zu vollziehen und sind auch sehr stolz darauf und machen das in Kooperation mit dem Außenministerium, der israelitischen Kultusgemeinde in der Recherche. Und wie haben viele schon Staatsbürgerschaften sind schon verliehen worden? 25.000 konnten wir bereits positiv abschließen. Wir hatten sehr wenige negative Entscheidungen und sehr wenige sehr komplizierte Fälle. In diesem Fall vor allem deswegen, weil die ganzen Unterlagen zur Familiengeschichte in der ungarischen Matrix sind, auf die wir keinen Zugriff haben. Das war sozusagen das Hauptrechercheproblem. Gut, aber ich bleibe trotzdem bei meiner Frage. Jetzt sagt der oberste Rabbiner in Budapest, ja, jüdische Abstammung, offenbar genügt es auch für israelitische Behörden bei der Hochzeit ihrer Tochter. Wieso hat es bei der MA35 nicht genügt? In dem Fall war das Problem, dass wir die Frage, ob jemand jüdisch ist oder nicht, das hat ja der Rabbiner für den Urgroßvater bestätigt, war nicht das Problem. Das Problem ist, dass wir die Abstammung nicht zweifelsfrei nachweisen konnten, der Ankerperson. Und da wirft uns die Volksanwaltschaft vor, dass wir noch mehr hätten recherchieren können. Ja. Lassen wir das gleich den Herrn Volksanwalt ausführen. Thema. Was hätte die MA 35 mehr machen sollen? Ja, es sind im Verfahren selbst ist ja nicht nur diese Bestätigung des Budapester Oberrabbinats drinnen gewesen, sondern es hat die Frau Dr. Steil hat ja auch Dinge von ihrer Tante, dass die auch als Zeugin etwas aussagen kann dazu etc., die selbst ja dort bei Liezen in dieser Hütte auch dort war. Das heißt, es gibt auch echte Zeitzeugen, eine Niederschrift, eine eidesstattliche Erklärung, was auch immer, wenn es unter Anführungszeichen die MA 35 aufgrund dieser Hinweise interessiert hätte. Das ist eben da der Vorwurf, den wir gemacht haben. Es ist der einzige Fall, den wir in der Volksanwaltschaft haben. Und es war uns ja auch wichtig, dass wir die Tatsache, dass es eben dieses Verfahren gibt, es ist schon seit 2017 im Regierungsprogramm gewesen und auch jetzt auch umgesetzt worden, und auch an dieser Stelle diese 25.000 positiven Verfahren, die es bis jetzt gegeben hat, weil wir an anderer, auch hier über die MA 35, über lange Verfahrensdauern gesprochen haben. Das war ein zusätzlicher Rucksack, den nur die MA 35 auch bekommen hat. Aber dieser eine Fall exemplarisch, dass wir darauf hinweisen, dass es das überhaupt in Österreich gibt. Und mit Freude kann ich eigentlich jetzt auch sagen, danke, dass das jetzt wieder aufgenommen wird, dass man jetzt neue Recherchen hier durchgeführt hat. Und Herr Resedaritz, wir werden zu dem Fall wahrscheinlich kein Nachgefragt brauchen, weil es ist, ich weiß nicht, wie oft es passiert, dass in der Sendung bereits selbst schon die Lösung am Tisch liegt. Noch zwei Minuten. Meine Frage ist halt, die ganzen Fehler, die ich nachweisen konnte, gibt es auch bei anderen? Werden die auch jetzt irgendwie nachgeschaut, nacherforscht? Also wir haben diese Schwierigkeiten, die wir in diesem Fall hatten, sehr selten, weil wir fast immer österreichische Matriken haben, auf die wir vollen Zugriff haben. Und da ist natürlich alles sehr, sehr genau verzeichnet. Das heißt, wir haben so einen Rechercheaufwand sehr selten. Bei uns sind 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter damit beschäftigt, zu recherchieren. Wir haben auch in diesem Fall in 12 Datenbanken nachgeschaut. Wir haben vom Alsen-Archiv bis zur Stadtgemeinde Liezen, wo wir wirklich überall nachgeschaut haben, extrem viel recherchiert. Mit diesen Recherchen wurde die Abstammung der Ankerperson nicht eindeutig nachweisbar. Die Frage ist, ob man da noch hätte mehr recherchieren sollen. Ja. Mit der Tante zum Beispiel. Und die Tante wäre bereit gewesen, mit der Behörde zu sprechen. Sie hat ja auch über den Notar von USA ein Schreiben, hat das alles beschrieben. Und ich hatte es immer 35 angeboten, haben denen gesagt, nee, Zeitzeugen bringen uns nichts und das kann jeder erzählen. Das ist generell die Frage, welche Beweise wie gewürdigt werden. Wir haben in Österreich im Verwaltungsverfahren die freie Beweiswürdigung. Wir legen das eigentlich sehr liberal aus. Also sobald wir eine Abstammung von einer jüdischen Person irgendwo nachweisen können, nehmen wir das auch, um den Paragraph 58c, um den es hier geht, zur Anwendung zu bringen. Staatsbürgerschaftsgesetz. Um die Staatsbürgerschaft zu verleihen. Wir haben deswegen auch eigentlich sehr selten solche Beschwerden, / Nachfragen wie in diesem Fall. Herr Volksanwalt, was uns auch gewundert hat, ist die Geschichte mit den Vorfahren von Ihnen, die sich auf dem Bauernhof versteckt haben.
ist es nicht unsinnig zu verlangen, dass man von denen in Liezen einen Meldezettel vielleicht haben möchte, wo ein Hakenkreuz oben ist? Also ich glaube, die Frage der Bürokratie in Liezen, das kann man ausklammern. Also wer auf der Flucht war, wird keine Bestätigung vom damaligen Regime bekommen haben, in irgendeiner Art und Weise. Aber vielleicht hätte es auch noch Zeitzeugen gegeben, auch Abstammung von dem Bauern, der diesen Bauernhof, diese Almhütte zur Verfügung gestellt hat. Wenn dort wer sagt, ja, ich weiß vom Großvater oder noch vom Vater, dass dort waren oben waren politisch Verfolgte, es waren Juden dort versteckt, das hat uns der Großvater immer erzählt, weil freie Beweiswürdigung, allein ein Zeuge, sonst könnte man einige Gerichtsverfahren ohnehin schmeißen, wenn man überhaupt auf Zeugen verzichten würde. Aber interessant ist für mich, Sie haben es angeschnitten, dass Sie sehr stark mit der israelitischen Kultusgemeinde in Wien zusammenarbeiten. Und da gibt es jetzt von der vergleichbaren Institution aus Budapest gibt's da jetzt eine Bestätigung. Wird so ein Schreiben von der israelitischen, unter Anführungszeichen, Kultusgemeinde aus Budapest, vom dortigen Oberrabbiner, kann man das nicht der Wiener Kultusgemeinde vorlegen und sagen, ist das dort ein Juxverein oder ist das seriös, wenn die das sagen? Und dann quasi die Kultusgemeinde in Wien sagt, das ist... sind quasi wir auf Ungarisch und was die sagen, wird stimmen. Wir haben die Aussage von dem Rabbiner auch nicht geglaubt. Das war auch nicht die Schwierigkeit, sondern die Schwierigkeit war, die Aussage von dem Rabbiner hat sich bezogen auf den Urgroßvater und die Abstammung von ihm war unklar in Bezug auf die Ankerperson. Das heißt, es ging da eigentlich um andere Unterlagen, die uns gefehlt haben. Ja. Wer ist jetzt die Ankerperson? Es tut mir leid, ich falle da oft in das sehr Formelle. Wer hatte Verfolgung zu befürchten? Das ist die Ankerperson, von der man abstammt. Ja. Alle Juden hatten zu befürchten. Und wir hatten selbstverständlich. Wir hatten ja nachgewiesen, wir wären Juden. Also weil MA35 hat gesagt, sie sind die Russen geflohen. Und jeder, der Jude war in der Zeit, Halbjude unter das Rassengesetz war verfolgt. Selbstverständlich. Auch wenn sie nicht in den Lagers geendet oder in die Häuser, die Sammelhäuser oder sonst wo. Ja. Wenn sie Juden waren, hätten sie zu befürchten. Selbstverständlich. Die Verfolgung ist auch nicht nur auf Juden beschränkt gewesen. Ja. Es geht die gesetzliche Bestimmung um alle NS-Opfer, die flüchten mussten, die sich verstecken mussten, um Schlimmerem zu entgehen. Wir müssen aber eine Sache noch zusätzlich nachweisen, nämlich dass auf dem heutigen Bundesgebiet zu einem Zeitpunkt vor 1955 ein Hauptwohnsitz bestanden hat. Das müssen wir noch zusätzlich nachweisen. Darum auch diese ganze Fragerei nach Meldezettel. Das hatten wir aber dann unabhängig davon von 46 bis 49 auch. Und deswegen ist dieser Tatbestand sowieso erfüllt und musste dann auch nicht mehr weiterverfolgt werden. Aber wurde trotzdem bis zum Schluss immer noch gesagt, sie war erst nach dem Krieg. Obwohl wir nachgewiesen hatten, sie war während dem Krieg schon drin und war wohnhaft. Sobald wir irgendwo eine Abstammung von einer Person, die jüdisch war, in den Akten haben, ist sowieso der Paragraph erfüllt. Das ist keine Frage. Wir müssen nur mehrere, Warum musste ich dann für fast zwei Jahre mich erkämpfen, wie viele Unterlagen übersetzen lassen, mit einer Apostolie auch noch und baden, dass ich mich wirklich an die Hilfe von denen wenden musste. Weil wir all diese Dinge leider nicht in den österreichischen Matriken haben, wie wir es in fast allen anderen Fällen haben. Das heißt, deswegen war das einer der kompliziertesten Fälle. Ja. Dann schließen wir die Diskussion an dieser Stelle vielleicht ab. Vielleicht lernt auch die MA35 daraus bei ähnlichen Fällen, die so kompliziert sind, dass man die Dinge, die da nicht so gut gelaufen sind, vielleicht vermeidet. Wir freuen uns auf jeden Fall, dass Sie jetzt die Staatsbürgerschaft bekommen, dass der Bescheid, glaube ich, schon unterwegs ist. Bescheid ist schon unterwegs. Ja. Danke. Gut, wir werden kein Nachgefragt brauchen, freuen uns, dass die Sache erledigt ist. Gratulation zur Staatsbürgerschaft. Vielen Dank. Ja, und Ihnen danke ich fürs Kommen und dass Sie sich dieser für Sie sicher unangenehmen Diskussion gestellt haben und uns nicht nur eine schriftliche Stellungnahme übermittelt haben, die wir dann vorlesen. Selbstverständlich. Danke. Zum nächsten Fall. Eine Gruppe von Anrainerinnen und Anrainern der Wientalterrasse, das ist eine öffentliche Fläche in Wien, die speziell von jungen Leuten gern besucht wird, fühlt sich von der Gemeinde und von der Polizei ziemlich im Stich gelassen. Die Terrasse, die eigentlich der Erholung dienen soll, die sei zu einer, Zitat, Lärmhölle verkommen. Wir haben im Juni hier darüber diskutiert, wie man das Problem lösen kann. Und Markus Preselmeier hat nachgefragt, was seit der Sendung passiert ist. Hier, wo der Wienfluss den 5. und 6. Wiener Bezirk trennt, wurde 2015 die Wientalterrasse geschaffen. Mit dem Ziel, die Menschen hier im dicht bebauten Wohngebiet durch eine neue Freifläche zu entlasten.
Bei unserem Lokalaugenschein im Juni hat sich gezeigt, sie wird auch gut besucht. Aber nicht alle Menschen sind glücklich mit der Terrasse. Wir haben eine Gruppe von Anrainerinnen und Anrainern getroffen, die uns erzählt haben, dass es hier besonders in der unerträglich laut sei und zeigen das Problem anhand von Videos. Es ist ein Gehämmer, das wirklich auf den Körper spürbar ist. Und jeden Abend haben wir wahrscheinlich alle schon die Angst und die Bange, wie wird die Nacht? Die Windalterrasse ist für mich ab 10 Uhr ein Horror. Die Windalterrasse hat positive und leider auch sehr negative Entwicklungen. Tagsüber ist es ein freier Erholungsraum, wie geplant, öffentlicher Raum. Man muss nichts konsumieren, man muss nichts kaufen, man kann sich eine halbe Stunde ausrosten oder manche sonnen sich hier. Ja? Wunderbar. Aber ab 22 Uhr und halt schlimmsterweise eben nach Mitternacht, wenn hier Partys veranstaltet mit Instrumenten, mit Gegröle, mit Gejaule, mit Trommeln, mit Klatschen im Chor. Dass Menschen, die sich da aufhalten, so viel Lärm machen, dass sie die U-Bahn und eine zweispurige, stark befahrene Straße übertönen, hätte ich ehrlich gesagt am Anfang auch nicht so geglaubt. Hinter all diesen Fenstern, Türen, was immer auch, leben Menschen. Menschen, die krank sind, die alt sind, die am nächsten Morgen zur Arbeit müssen, die in die Schule müssen. Die haben überhaupt keine Möglichkeit, sich zu regenerieren. Die unmittelbaren Nachbarn der Wiental-Terrasse fühlen sich von der Politik und der Polizei im Stich gelassen. Wir haben einmal eine Antwort gekriegt, also zuletzt vom Rathaus, ja, wo das geheißen hat, ja, man kann nichts machen, weil da ist niemand zuständig. Also irgendwie Sackgasse rein so vom Entgegenkommen oder Willen der Behörden auch. Ja, hier stehen sie an. Auch wir haben damals im Rathaus nachgefragt, ob die Beschwerden bekannt sind und ob man die Situation verbessern kann. Wir wurden an die Polizei verwiesen, denn die sei zuständig für Lärmbeschwerden. Und dort hat man geschrieben, Zitat: Zur warmen Jahreszeit lädt die Wiental-Terrasse zum Verweilen ein und ist auch aus diesem Grund für die Wiener Bevölkerung errichtet worden. Gerade in der Pandemie wurde diese Örtlichkeit, wie viele andere öffentliche Plätze auch, durch viele Personen genutzt. Naturgemäß entwickelt sich an solchen Örtlichkeiten Lärm, der vorrangig aus Gesprächen und durch Musikanlagen entsteht. Das zuständige Stadtpolizeikommando hatte sowohl in der Vergangenheit als auch nun wieder zum Beginn der warmen Jahreszeit diese Gegend besonders im Blick und bestreift diese Örtlichkeit regelmäßig. Vereinzelt kam es in der Vergangenheit zu Lärmentwicklungen, welche auch strafbar waren. Diese wurden seitens der Polizei zur Anzeige gebracht. Wenn die dann wirklich kommen, ist das eine reine Pseudo-Aktion. Die fahren mit dem Wagen da hinten langsam durch. Wenn sie sich nähern, senkt sie die Lautspiegel, senkt sie runter. Und wenn sie wieder rausfahren, 5 Minuten später, ist alles wie vorher. Wenn wir vermehrt solche Orte schaffen wollen, wo man sich ausruhen kann, die also ohne Konsumzwang sind und damit unbeaufsichtigt sind, ne, die haben naturgemäß keine Sperrstunde. Dann muss man sich aber halt auch um die, ich sage jetzt mal, Moderation kümmern. Moderiert werde die Wiental-Terrasse bereits jetzt, hat Silvia Jankovic, die Bezirksvorsteherin im 5. Bezirk, damals versichert. Ich habe viele Gespräche mit den Anrainerinnen und Anrainern geführt, aber auch mit vielen Kooperationspartnern und der Polizei im Bezirk, dass man hier verstärkt in den Abendstunden kontrolliert und schaut, ob es hier quasi nicht gebührliches oder manierliches Verhalten gibt. Aus meiner Sicht wäre die Lösung die, dass man genauso wie in Parks in Wien zu einer bestimmten Uhrzeit, 23 Uhr, 24 Uhr, also es muss jetzt nicht um 9 der Rollladen runter, diesen Raum hier sperrt. Auch das habe ich der Bezirksvorsteherin schon mal unterbreitet als Vorschlag. Wenn die meist Jugendlichen dann alkoholisiert sind, steige auch das Aggressionspotenzial, wie uns eine Anrainerin anhand eines Videos zeigt. Da war der Hure, Alter. Ja. Und weiter. Bro, du willst nichts damals machen können, Alter. Ja, fick dich, du Fotze. Aber für mich nicht so geben, Alter. Ich füge euch Fotze auseinander, Alter.
Wir waren alle jung, wir haben alle gern gefeiert, aber wir sind irgendwo in einen Stabbruch gefahren oder damals Überschwemmungsgebiet, jetzt Donauinsel, und haben Herrn Dachs, Herrn Fuchs oder Frau Reh in der Nacht gestört. Aber keine Anwohner. Im Bürgeranwaltsstudio hat sich auch Volksanwalt Walter Rosenkranz für eine Schließung der Anlage in den Nachtstunden ausgesprochen. Die Parks werden ja auch geschlossen. Warum werden die geschlossen? Das kann die öffentliche Hand verfügen, dass solche öffentlichen Plätze, Spielplätze, Parkanlagen, dass die auch geschlossen werden. Also dieses Ansinnen ab 22 Uhr, dass dort nichts stattfindet, ist ein durchaus legitimes. Und wenn die Polizei sagt, na, es ist kein übermäßig hohes Beschwerdeaufkommen, warum? Weil die Menschen dort resigniert haben. Ja. Die rufen nicht mehr an. Sonst würden die, wenn die Polizei das ernst meint, liebe Frau Czerny, dann machen sie das halt wirklich jeden Tag. Dann sagen sie, wenn jeden Tag der Lärm ist, dann rufen sie die Polizei. Die Polizei will das. Die Polizei sieht das nicht, dass sie sagen, wir haben schon resigniert und sagt, dann ist kein Beschwerde aufkommen, dann brauchen wir nicht kommen und ist nichts. Ähnlich argumentiert ja die Polizei in einer schriftlichen Stellungnahme. Man verweist auch darauf, dass der überwiegende Teil des Lärms, der da auf der Wiehntalterrasse entsteht, eben nicht strafbar sei nach dem Wiener Landessicherheitsgesetz. Also weder ungebührlich noch objektiv störend sei. Aber man hat dann doch ein gewisses Verständnis gezeigt und schreibt, ich zitiere, nichtsdestotrotz verstehen wir als Wiener Polizei das subjektive Empfinden der betroffenen Anrainer, weshalb wir neben der erhöhten Streifentätigkeit der Anzeigen, wenn es zu strafbaren Lärmentwicklungen gekommen ist, auch den persönlichen Kontakt mit den Anrainern im Rahmen des Projekts gemeinsam sicher mit unserer Polizei gesucht und gefördert haben. Bringt das was, Frau Czerny? Nein, das gehört im Keim erstickt, das darf erst gar nicht entstehen. 4 Monate sind seit der Sendung vergangen. Die Anrainer berichten, dass es Ruhe hier nach wie vor nur tagsüber gebe. Mein Kollege Markus Preselmeier ist an der Sache dran geblieben. Die Frau Czerny hat uns immer wieder geschrieben, sie ist offenbar noch immer ziemlich unglücklich mit der Situation. Ja, also es dürfte wirklich ein lauter Sommer gewesen sein, so sagt die Frau Czerny. Und sie hat uns dann noch geschrieben, ich zitiere, es war ein in jeder Hinsicht belastender Sommer, der mich sehr erschöpft hat. Es ist nichts passiert, das uns Hoffnung gemacht oder gar eine zufriedenstellende Lösung gebracht hätte. Und dann hast du, glaube ich, auch noch die Landespolizeidirektion Wien kontaktiert. Was schreibt man von dort? Richtig. Also die hat uns versichert, dass man diese Örtlichkeit, die Wiehntalterrasse, nach wie vor verstärkt bestreifen würde. Und auch ein erhöhtes Beschwerdeaufkommen sei der Polizei nicht bekannt. Aber man verspricht, wenn es wirklich zu strafbaren Lärmentwicklungen kommt, dass man dann auch einschreiten würde. Herr Volksanwalt, ist das wirklich so, dass man da nicht mehr machen kann? Also können tut man auf jeden Fall. Es war ja auch die eine Dame, die gesagt hat, das muss ja nicht so wie eine Sperrstunde im Gasthaus sein um 22 Uhr. Es kann ja auch 23 Uhr, 24 Uhr sein. Aber irgendwann einmal sollte eine Nachtruhe komplett gesichert eintreten. Und wir sind jetzt auch an die Stadt Wien noch einmal herangetreten. Wir haben gesagt, überlegt das, ob nicht bestimmte Zeiten, wo einfach die Menschen dort gar nicht hinein können, dass dort einfach so wie in einem Park einfach zugesperrt ist, dann kann man wenigstens garantieren, von bis gibt es eine Zeit, wo nichts dabei ist. Was ist, wenn man sagt, ja, die U-Bahn ist ja eh lauter und der Verkehr ist auch lauter. Und ich zitiere es da, aus gestalterischen, organisatorischen und rechtlichen Fragen kann so etwas nicht mit vertretbarem Aufwand umgesetzt werden, weil es wären zusätzliche Pausenmaßnahmen notwendig, die den Wert des Erholungsraumes voraussichtlich für große NutzerInnengruppen gänzlich zunichte machen würde. Also einzäunen, zusperren. Also da irgendeine bauliche Maßnahme zu machen und dann irgendwo einen Schließer zu bezahlen, der dann um 23 Uhr dann zusperrt und dass es auch überwacht wird, ob man da über den Zaun klettert oder sonst irgendwas. Mhm. Das ist unzumutbar. Und wenn das nicht 24 Stunden offen ist, dann kann der gesamte Nutzen dieses Erholungsraumes nicht gewährleistet sein. Also ich wage das zu bezweifeln. Mit einigem guten Willen hätten wir gedacht, dass da eine Lösung zu finden ist, dass wirklich Erholungsbedürftige dort sein können, aber zu einer schicklichen Nachtzeit eben, wie es eine Person gesagt hat drinnen, im Keim schon vorne, ich glaube, die Frau Czerny, dass es im Keim erstickt wird. Das Rathaus hat diesbezüglich kein Einsehen, wodurch wir das auch jetzt als Missstand in der Verwaltung festgestellt haben und dem Wiener Landtag auch so berichten werden.
Gut, dann werden wir sehen, was der Wiener Landtag damit macht. Aber was ich aus diesem Schreiben der Landespolizeidirektion auch lerne, ist, wenn man resigniert, wenn man sich nicht weiter beschwert, dann kriegt man als Antwort, es gibt ja keine Beschwerden mehr. Und wenn es keine Beschwerden mehr gibt, dann ist die Situation offenbar eh in Ordnung. Das heißt, Ihr Ratschlag von der seinerzeitigen Sendung dürfte in ähnlichen Situationen bei Beschwerdeführern notwendig sein. Es ist notwendig. Sich beschweren, es ist notwendig, anrufen, schreiben. Auch wenn das aus unserer Sicht der falsche Weg ist, weil man sogar unter Anführungszeichen Verwaltungsstrafverfahren provoziert dadurch. Mhm. Weil was bleibt dann anderes über, als jeden Tag, es ist Beschwerde, es ist gerade laut, die Polizei rückt aus. Entweder ist dann noch das Radio, das Gerät dort laut oder es ist gerade abgedreht worden. Mhm. Das ist doch auch mit einem Verwaltungsaufwand verbunden und vor allem, und das ist für uns das Wichtige, mit einem derartigen Ungemach für die Anwohner, die dort sind. Gut, dann warten wir ab, was mit der Missstandsfeststellung der Volksanwaltschaft passiert. Herr Volksanwalt, danke, dass Sie bei uns waren. Gerne. Zum nächsten Fall. Vor kurzem haben wir folgendes Schreiben aus Pirching am Traubenberg bekommen. Der Herr Zenz schreibt für sich und zwei andere Grundbesitzer dort. Es geht um mehrere Baugründe, die seit 2005 als Bauland gewidmet sind. Vor einigen Wochen bekamen wir ein Schreiben von der BH Feldbach, wo ein Bescheid an uns erlassen wurde, dass diese Gebiete immer als Wald behandelt wurden und auch weiter behandelt werden. Auf die Frage, dass dies ein Baugrund seit 2005 ist und als reines Wohngebiet gilt, wurde Folgendes gesagt. Uns interessiert dieser Flächenwidmungsplan oder das ausgewiesene Bauland nicht. Das hat uns interessiert. Kann das wirklich so sein, wie es da beschrieben wurde? Katharina Windbichler hat sich der Sache angenommen. Pirching am Traubenberg, verkehrsgünstig gelegen, etwa eine halbe Stunde südöstlich von Graz entfernt, mit Blick auf Heiligenkreuz am Wasen. Direkt am Rand des Ortskerns der Gemeinde Pirching sind die Baugründe, um die es geht. Für so manch Smog- und lärmgeplagten Stadtbewohner ein Traum. Wir treffen die drei Grundstücksparzellenbesitzer direkt bei den umstrittenen Flächen, bei ihren Bauplätzen. Vor 3 Jahren haben wir darüber gesprochen und haben gesagt, wir werden da bauen, weil es wäre so gewesen, dass wir für uns zwei ein kleines Häuserl gebaut hätten und das andere Haus ist mir zu groß, das hätten meine Enkel dann gekriegt. Und da haben wir gedacht, ja, da werden wir das tauschen, machen wir ganz einen kleinen Bungalow hier, für uns reichen so 100 Quadratmeter. Aber das ist dann nicht gegangen, weil die Preise dermaßen in die Höhe katapultiert sind, dass man sagen muss, die Baustoffpreise hat man sich nicht mehr leisten können. Und dann haben wir gesagt, nein, wir verschieben das jetzt auf ein paar Jahre später und werden dann das wieder angehen. Heuer, Ende Juni, sind bei Ihnen dann jeweils 3 RSB-Briefe von der Bezirkshauptmannschaft Südoststeiermark ins Haus geflattert, mit einem sogenannten Waldfeststellungserhebungsbericht. Die Behörde hat ein Verfahren nach dem Forstgesetz aus dem Jahr 1975 eingeleitet, wonach ihre seit bereits 1991 gewidmeten Baulandflächen teilweise Wald-Forstgebiet werden sollen. Insgesamt mehr als 1365 Quadratmeter. Ein Irrtum. Diese Waldfeststellung wollen Sie jedenfalls so nicht hinnehmen. Ich kann mir das einfach nicht erklären, wie es zu der Feststellung kommt. Ich habe ja nichts gegen den Wald. Ich liebe Wald. Ich bin sehr naturbewusst. Aber ich habe was dagegen, wenn man einem gewidmeten Baugrund einfach als Wald erklären möchte. 2016 habe ich ihn gekauft. 2015 hat der Vorbesitzer bereits gewisse Sachen weggeschnitten gehabt. Und seit 2016, alle 1 bis 2 Jahre, wird im oberen Bereich, der Hügel zum Beispiel, werden die Dornen und die Brennnesseln alles entfernt. Seitdem. Das Ehepaar Zenz und Herr Pilz zeigen uns eine Kaufannonce und die Flächenwidmungspläne inklusive der Beschreibung des Baugrundes damals. Ruhig und sonnig in Westhanglage, voll aufgeschlossen. Günter Pilz hat sein Grundstück 1988 erworben, das Ehepaar Zenz ihre beiden Grundstücke 2016 und 2020. Dass nahezu die ganze Böschung hier anhand des Feststellungsverfahrens nun als Wald ausgewiesen werden soll, ist für sie nicht schlüssig. Wenn dieses Gesetz jetzt aber zum Zug kommt, dann muss man eigentlich jeden Baugrundkäufer sagen, das sehe ich schon bald als Informationspflicht, lassen Sie keine Bäume wachsen, lassen Sie keine Sträucher wachsen, weil sonst könnte es einmal ein Wald werden. Und so kann das nicht gehen. Zudem kritisieren Sie uns gegenüber die Art und Weise der Behördenvertreter des noch anhängigen Verfahrens zur Feststellung der Waldeigenschaft.
und haben gemeint, wir sind die Forstwirtschaft, wir bestimmen, egal ob das gewidmet ist, egal ob das das Land gewidmet hat, die Gemeinde hat da nichts zu sagen, wir sind die Forstwirtschaft und wir bestimmen. Wortwörtlich so gesprochen. Gibt es ein forstfachliches Gutachten oder lassen Sie so eines erstellen? Das brauche ich eigentlich nicht, weil ich nie erwollt war. Dadurch brauche ich auch kein forstwirtschaftliches Gutachten erstellen lassen, weil es ja nichts bringt. Dass etwa Luftbildaufnahmen der letzten mehr als 10 Jahre angeblich anderes beweisen, dass also Teile ihrer Grundstücke bewaldet und mit höherem Bewuchs seien, ist für sie nicht nachvollziehbar. Also eine Luftaufnahme sagt Ihnen noch nicht, wie viele Bäume das hier stehen. Das ist eine, da wird eine Baumkrone. Und wenn das eine große Baumkrone ist, schaut es aus wie ein Wald wahrscheinlich, nicht? Aber die Bäume stehen immer noch original, denn wie sie in den letzten 15 Jahren sind, da wurde ja nichts gemacht. Wenn die Bäume umfallen, müssen sie weggearbeitet werden. Das ist in jedem Wald schon so, nicht? Das gilt auch beim Privatgrundstück, nicht? Aber doch hier wurde nichts beschönigt oder dergleichen. Das Forstgesetz sieht ja vor, auch die Bäume über die Grenze hinaus wird mit einberechnet. Das heißt, man müsste eigentlich jedem Angrenzenden sagen, du hast 5 Bäume zu viel, schneiden sie weg, weil sonst gibt es eine Feststellung über einen Waldbestand. Wenn ich einen Wald will, kaufe ich meinen. Ne? Sind diese bereits aufgeschlossenen Bauparzellen also teilweise tatsächlich bald per Bescheid Wald? Dann jedenfalls könnte das Ehepaar hier nicht mehr bauen, dass sich dann die Abstände zum Wald und zu den angrenzenden Nachbarn nicht mehr ausgehen würden. Das Strittige ist, alles, was da schräg ist, alles da bis da rüber, das sollte Wald sein. Von hier angefangen bis da ganz rüber zum Spitz. Das sind die 210 Quadratmeter. Ja. Und das andere drüben, das sind ca. 600, über 650 Quadratmeter. Das wird beansprucht, dass das Wald ist. Dann kommen noch die mehr als 600 Quadratmeter Fläche des Herrn Pilz dazu. Also insgesamt mehr als 1300 Quadratmeter, um die es hier geht. Aufgrund der Anzahl dieser Bäume kann man ja nicht von einem Wald sprechen. Und wenn jeder weiß, Bäume, Sträucher, gerade in unserer heutigen Zeit mit CO2-Ausstoß etc., sind ja ein guter Garant für eine gute Luftqualität. Und dadurch sollte man ja auch privat dafür einstehen, für diese Bäume. Aber es soll nicht daraus abgeleitet werden, dass das auf einmal ein Wald wird. Könnten Sie da jetzt noch bauen, wenn das jetzt Wald wirklich tatsächlich per Bescheid ist? Ja, bauen kann man sicherlich, aber nicht mehr in dem Ausmaß, wie man es vorhat, weil einfach die Auflagen für ein Waldgrundstück andere sind als wie beim Grundstück. Und da muss man auf viele Sachen Rücksicht nehmen und da wird man natürlich sehr stark eingeschränkt. Mitunter käme sogar eine Verteuerung zustande. Vertreter der Bezirkshauptmannschaft Südoststeiermark argumentieren, dass hier Grundlage für die Waldfeststellung sei, dass vor Jahren Rutschungen im Zuge eines Bauverfahrens stattgefunden hätten und dass dann aufgrund der Luftaufnahmen die Waldfeststellungen amtlich eingeleitet worden seien. Im Laufe der Zeit gelte das dann, unabhängig von der Widmung, als Wald. Der Bürgermeister von Birching am Traubenberg, Siegfried Neuhold, hat an die zuständige Behörde bereits Ende August eine Stellungnahme geschickt und hofft auf eine Einigung im Sinne der Grundbesitzer. Man sei um einen Konsens bemüht und das möglichst noch bevor es einen Feststellungsbescheid gibt und Gerichte entscheiden, also in dem Fall das Landesverwaltungsgericht. Wir sind da im Ortskern in Birching und es ist am Rande des Ortskernes. Da ist alles aufgeschlossen mit Kanal, mit Strom. Mit Wasser, also ist es alles vorbereitet und dadurch, dass man da nachher nicht mehr so bauen kann, wie man will, habe ich eigentlich ein bisschen komisch gefunden. Ja. Wenn ich da nicht bauen kann, wo dann? Waren Sie selber dort, würden Sie da Wald feststellen? Nein, eigentlich nicht. Nein. Für mich war das nie Wald, der Wald ist neben, hinterhalb, ja. Und es hat einen Sträucherbewuchs gegeben, ja, das weiß ich, das habe ich selber gesehen. Aber direkt der Wald hätte ich gesagt, nein. Ein bisschen weiter unten haben zwei einen Bauplatz gekauft, zwei Häuserbesitzer. Die wollen das sogar, dass das Wald wird. Der wird nachher irgendwann verfahren. Hat sogar dort eine Baugenehmigung gegeben, hat es keinen Einwand gegeben damals. Aber da haben uns zwei, was überhaupt Häuser sind, den Bauplatz gekauft. Und die lassen dann ins Wald werden. Aber das ist was anderes. Ich bin fertig, weil wirklich die Forstwirtschaft beharrt hat drauf, auf unsere Anliegen überhaupt nicht eingegangen ist. Sie ist einfach drauf bestanden, das ist ein Wald und bleibt ein Wald. Da kann sein, was will. Es kommt schon einer Enteignung gleich. Ja. Das ist kein Witz mehr, das ist eine Enteignung. Eine Enteignung von einem Grundstück, das man
reell erworben hat und der Staat greift hier ein ohne richtige Begründung. Ja, jetzt werden wir darüber reden, was man da jetzt machen kann. Und da begrüße ich die Frau Helga und den Herrn Viktor Zenz bei uns im Studio. Schönen guten Abend. Guten Abend. Und Sie haben auch eine Vollmacht mitgebracht, dass Sie für den Herrn Pilz, den wir zum Schluss im Beitrag gesehen haben, sprechen können. Und wir freuen uns, dass wir mit dem steirischen Landesforstdirektor sprechen können, mit dem Hofrat Diplom-Ingenieur Michael Luidold. Grüß Gott. Vielen Dank fürs Kommen. Eigentlich wäre ja die BH Südoststeiermark zuständig fürs Verfahren. Da hat man uns geschrieben, dass man wegen des laufenden Verfahrens nicht kommen möchte. Das schreibt man gern. Laufendes Verfahren können wir nicht kommen. Das ist natürlich kein Hinderungsgrund. Man könnte natürlich seine Argumente vortragen. Aber Herr Landesforstdirektor, Sie können uns vielleicht erklären, was da die Problematik ist und wie man so etwas löst. Kann das wirklich sein, dass man durch eine sogenannte Waldfeststellung Bauland, wie es die Herrschaften haben, teilweise zumindest zum Wald macht, zu Waldforstgebiet? Kann das wirklich passieren, dass man dann nicht mehr bauen kann? Grundsätzlich muss man vorweg einmal sagen, dass Wald mit dem Flächenwidmung oder mit der Ausweisung im Grundbuch die Feststellung, ob es sich im Wald im Sinne des Forstgesetzes handelt, unabhängig davon zu betrachten ist. Wenn die Voraussetzungen gegeben sind, wie es im Forstgesetz definiert ist, wenn also zumindest mehr als 1000 Quadratmeter zusammenhängen. Also Forstgesetz ist Bundesmaterie, Flächenwidmungsplan ist landesrechtlich, gemeinderechtlich determiniert. Genau so ist es. Und wenn also die Voraussetzungen gegeben sind, dass er Mindestgröße und mit forstlichem Bewuchs bewachsen ist, sprich also mit Gehölzen, die im Anhang vom Forstgesetz definiert sind, dann handelt es sich um Wald und ist dem Forstgesetz unterworfen. Natürlich kann in weiterer Folge, weil Sie vorher schon angesprochen haben, ob es möglich ist, dass auch Waldflächen auf Baugrund entstehen können. Wenn also dann im Laufe der Jahre diese Bauflächen zuwachsen mit forstlichen Gehölzen und der Zusammenhang mit anderen Waldflächen und damit auch über die Grundstücksgrenze hinaus und dieses Mindestausmaß von 1000 Quadratmeter vorliegend ist, dann ist es Wald und damit den Forstgesetz unterworfen. Wenn man auf diesen Waldflächen etwas anderes machen möchte. Oh, Entschuldigung, was heißt das dann für die Baulandbesitzer? Wenn man eben auch für den Bürgermeister muss der dann umwidmen, irgendwann einmal in Forstgebiet oder Grünland? Umwidmen ist gar nicht erforderlich. Wenn ein Grundeigentümer auf den Waldflächen diese Waldflächen für etwas anderes verwenden möchte, ebenso wie es gewidmet ist für Baulandzwecke, dann braucht es in dem Fall dann ein Rodungsverfahren. Mhm. Und das Rodungsverfahren braucht ein öffentliches Interesse. Das ist bei der BH. Das ist bei der BH, ja. Und wenn ein öffentliches Interesse besteht und die öffentlichen Interessen sind im Forstgesetz aufgelistet, unter anderem auch die Baulandgewinnung ist als solches aufgelistet, dann besteht natürlich die Möglichkeit, dass die Bezirkshauptmannschaft im Rahmen dieses Verfahrens dieses öffentliche Interesse auch wertet und dann in der Interessensabwägung zwischen den Interessen, die an der Walderhaltung liegen und den öffentlichen Interesse an der Gewinnung von Bauland dann abwägt. Wie oft kommt das vor? Ist das jetzt ein ganz spezieller Sonderfall, den wir hier behandeln? Oder haben Sie damit schon öfter zu tun gehabt? Und wie gehen diese Ansuchen um Rodungsbewilligung dann aus? Wird es üblicherweise erteilt? Oder ist es eher selten, dass man dann eine Rodungsbewilligung kriegt, wenn auf dem als Bauland gewidmeten Grund ein Wald gewachsen ist? Diese Fälle kommen immer wieder vor, vor allem auf Flächen, die schon sehr lange aus Bauland gewidmet sind, wo der Bau noch nicht begonnen wurde und sozusagen auch mit den gartengestalterischen Maßnahmen, wenn also sehr lange vorweg gewidmete Baugrundstücke dann über Jahre unter Anführungszeichen nicht gepflegt worden sind, dann kann das schon passieren, dass es solche Flächen auch Wald werden. Das kommt immer wieder vor. Die Widmung als solches ist ein sehr hartes öffentliches Interesse. Üblicherweise ist der Weg ein anderer. Wir haben zuerst Wald und dann kommt die Gemeinde mit der Frage, ob man das widmen können. Dann gilt es abzuwägen, ob öffentliche Interessen an der Walderhaltung möglicherweise eine etwaige Widmung zulassen oder eben auch nicht. In diesem Fall, soweit mir bekannt ist, sind die Baugrundstücke ja schon gewidmet. Das heißt, das öffentliche Interesse ist in dem Fall schon gegeben. Und hier gilt es dann im Rodungsverfahren dann nur mehr abzuwägen, gibt es besondere Gründe, dass also hier dieser Wald, weil er beispielsweise Vorrutschungen sichert oder ähnliches, dass also dieser Wald dann nicht gerodet werden kann. Dazu kenne ich den Fall vor Ort zu wenig. Aber tendenziell kann man sagen, die Herrschaften haben nicht so schlechte Karten, eine Rodungsbewilligung von der BH irgendwann zu bekommen. Das heißt, das wäre der Weg für Sie, eine Rodungsbewilligung anzusuchen. Ne? Richtig, das wäre für mich eigentlich das Wichtigste, weil
Für uns ist der Baugrund ja wirklich wichtig, weil das für die Enkel eigentlich da ist. Und wir immer der Meinung waren, dass diese paar Büsche, was da vorhanden sind, nie als Wald eingestuft werden. Bei Ihnen ist es ja, glaube ich, so, wenn ich das richtig verstanden habe, dass wenn das tatsächlich als Wald festgestellt würde, dann hätten Sie gar keine Möglichkeit mehr dazu bauen. Genau, Herr Resadaric, es ist Folgendes. Der Wald, der ganze Hügel, was da vorhanden ist, wird als Wald eingestuft. Das haben 515 Quadratmeter. Der Grund ist ein langer, schmaler Grund. Also Ihr Grund jetzt? Mein Grund, ja. Und der Nachbar, das heißt, wenn ich dort bauen möchte, müsste ich 10 Meter vom Wald weg sein, so sagt das Gesetz aus, und 3 Meter vom Nachbarn. Das heißt, mir würde 1 Meter Baugrund zur Verfügung stehen. Und das ist eine Enteignung. Und wie würde es bei Ihnen ausschauen? Sie könnten schon bauen? Ja, bei mir würde es sich ausgehen. Aber trotzdem, man muss mir immer wieder einen Abstand halten. Die Straße wird dort vorbeigehen. Mhm. Und ich habe schon einmal gesagt, ich liebe Wald, ich liebe die Natur, alles. Aber ich habe das nicht eingesehen, wie man nur 210 Quadratmeter als Wald beim Baugrund eigentlich einstufen kann. Und ihr seid alle drei, wenn ich das so salopp sagen darf, zugraste in der Gemeinde? Genau. Ja, genau. Wir haben in der Gemeinde Birching 2016 gebaut. Und seitdem leben wir auch in der Gemeinde. Wir haben uns auch in der Gemeinde gut involviert. Das heißt, wir kommen auch mit den Menschen dort sehr gut aus. Auch bei Festen helfen wir immer wieder mit. Also wir sind eine gute Gemeinschaft geworden. Nur finde ich, dieser Fall, ich vermute, dass es da Nachbarn gibt, weil die waren schon immer wieder irgendwo dagegen, weil da ist es gegangen um eine Zufahrt. Ich habe eine Zufahrt dort, was eingetragen ist im Grundbuch. Ja. Servitutsrecht ist eingetragen im Grundbuch und eine zweite Zufahrt habe ich. Und da waren schon immer wieder so kleine... Das ist eine andere Baustelle, die wir jetzt nicht vertiefen wollen. Ja. Also Sie glauben, das ist durch den Nachbarn initiiert worden. Genau. Der Bürgermeister hat sich aber ganz offensichtlich an Ihre Seite gestellt. Und soweit wir eine Erfahrung bringen konnten, hat er auch mit der Frau Bezirkshauptfrau Kontakt aufgenommen und hat dort dieselbe Auskunft bekommen, dass der Weg eben die Rodungsbewilligung wäre, um die man ansuchen muss. Und so könnte eben dieses Problem gelöst werden. Und offenbar hat man auch dort signalisiert, dass das jetzt, formuliere vorsichtig, nicht ausgeschlossen ist, dass Sie diese Rodungsbewilligung bekommen könnten. Aber trotzdem die interessante Frage, wenn das anders ausgehen sollte, Enteignung ist einmal gefallen als Wort, bekommt man da eine Entschädigung dafür, wenn man wirklich nicht aufpasst, es wächst ein Wald dort und nach 15 Jahren sagt, wer, das ist ein Wald, das müssen wir jetzt umwidmen, das ist jetzt Forstgebiet, kriegt man da was dafür als Entschädigung? Naja, grundsätzlich obliegt die Bewirtschaftung von Grund und Boden den jeweiligen Grundeigentümer. Das heißt, die Verantwortung dafür, ob auf dem jeweiligen Grundstück dann neuer Wald wächst oder eben nicht wächst, weil er laufend gepflegt wird, obliegt immer noch dem Grundeigentümer. Das heißt, letztlich, unter Anführungszeichen, salopp formuliert, ist der Versäumnis von Grundeigentümer, dass es zulässt, dass die Waldflächen sich vergrößern. Das heißt, es müsste eigentlich der Grundeigentümer schauen, wann irgendwo im hinteren Teil des Gartens ein kleiner Wald entsteht, dass man da rechtzeitig rodet oder mäht oder schaut, dass sowas gar nicht entsteht. Was ist denn dann das Kriterium dafür, dass man sagt, das ist jetzt ein Wald? Wie hoch müssen die Bäume da sein? Wie muss das mit der Beschirmung ausschauen? Das ist im Forstgesetz sehr genau definiert, weil sie eben immer wieder dann auch Zweifel bestehen, ob Wald oder Nichtwald, weil damit auch Einschränkungen möglicherweise verbunden sind. Daher hat der Gesetzgeber das sehr klar definiert. Es muss die Bäume zumindest 3 Meter hoch sein und zu 50% überschirmt sein. Es gibt dann auch eine Verordnung, wonach dann schnell wachsende Baumarten wie Weiden oder Schwarzelle, die dürfen dann auch höher werden. Also dann für diese Bäume gilt der Schwellenwert ab 6 Meter. Aber wenn eine Fläche über 3 Meter ist und 50% überschirmt ist und das in den letzten 10 Jahren so war zumindest, dann ist es formalrechtlich Wald. Da möchte ich noch Folgendes dazu sagen. Im Jahr am 21.01.2005 wurde dort zum Beispiel Geländeanschüttung in Birching bei diesem Grund, bei meinem Grundstück gemacht. Da war der Hügel, da wurde alles abgegraben und die Anschüttung wurde gemacht und so hat das auch genehmigt, ist auch der Spruch da und mit den Verfolgungskosten. Und 2016 habe ich dann das Grundstück gekauft. Also wenn ich 10 Jahre zurückgehe, dann 2005 das gemacht ist worden, weil das 2015 zum Beispiel. Und 2016, wie ich es gekauft habe, waren eigentlich nur Sträucher und so ähnliches gewächst hat. Können Sie dazu was sagen? Dazu kenne ich den Fall zu wenig, aber natürlich, wenn Wald festgestellt wurde oder wird, das Verfahren ist ja noch offen, kann natürlich der Konsens aber klarerweise auch Beschwerde beim Landesverwaltungsgericht erheben und seine Dinge vorbringen, auch schon im laufenden Verfahren übrigens. Gut, aber wir halten noch einmal fest, habe ich dazugelernt, Forstrecht ist Bundesmaterie
was anderes als Flächenwidmungsplan, der von Gemeinde und Land letztendlich festgelegt wird. Und wenn es da einen Widerspruch gibt, dann ist der offenbar nur dadurch zu lösen, wie im konkreten Fall bei den beiden Herrschaften, ist es nur dadurch zu lösen, dass man eben sagt, wir versuchen jetzt einen Rodungsbescheid, eine Rodungsbewilligung zu bekommen. Und dann kann man darauf hoffen, dass man das kriegt. Und dann bleibt das Bauland Bauland und wird nicht wie bei Ihnen entwertet. Dann kann das Bauland auch bebaut werden, weil Bauland ist es ja nach wie vor noch, weil die Widmung des Baulandes gegeben ist. Nur in dem konkreten Fall, und das haben die beiden Herrschaften ja auch erwähnt, wenn ich jetzt den Wald nicht rode, dann sind mit den Abstandregelungen die Möglichkeiten der Bebauung eingeschränkt. Gut, dann warten wir ab, wie das jetzt ausgeht. Also der Herr Bürgermeister hat sich wirklich an Ihre Seite gestellt, genau. Und ist da auch wirklich initiativ geworden und hat, ich glaube, kurz nach unserem Interesse mit der Bezirkshauptfrau Gespräche geführt. Genau, was irgendwo nicht zusammengekommen sind, wo es nicht ganz also der Bürgermeister hat, glaube ich, angenommen, dass das mit der Rodungsbewilligung ist, schon durch darf ist. Ich die Bezirkshauptfrau sagt so sinngemäß, Moment, jetzt ist einmal Waldfeststellungsverfahren. Ja, genau. Das wird dann abgeschlossen. Und wann wirklich rauskommt, das ist Wald im Sinne des Forstrechts, dann Antrag auf Rodungsbewilligung, wenn ich es richtig verstanden habe. Ist ja auch wichtig so, weil die Waldeigenschaft eine wichtige Vorfrage dafür ist. Also wenn es gar kein Wald ist, dann brauche ich keine Rodungsbewilligung. Genau. Ich möchte schon dazu sagen, noch, dass ich mich wirklich auf eine Lösung freuen würde, wenn wir das in der nächsten Zeit zusammen irgendwo bewerkstelligen könnten, auch mit der BH in Feldbach, dass man sagt, okay, wir werden, wenn das abgeschlossen ist, einen Rodungsbescheid einreichen, obwohl keine Bäume und Sträucher dort sind. Aber wir nehmen mit aus der Geschichte, dass man als Gartenbesitzer, als Grundbesitzer wirklich aufpassen muss, wenn man das Bauland erhalten möchte und keine Schwierigkeiten haben möchte, dass man möglichst keinen Wald in seinem hinteren Gartenteil wachsen lässt. Bitte halten Sie uns auf dem Laufenden, wie das weitergeht mit der Waldfeststellung, wie das dann mit der Rodungsbewilligung weitergeht. Bei Ihnen, Herr Landesforstdirektor, bedanken wir uns für Ihre Erläuterungen. Ich verstehe das Problem jetzt, glaube ich, ein bisschen besser. Und ja, bei Ihnen bedanke ich mich fürs Zuschauen. Bis nächste Woche. Auf Wiedersehen. Und nächste Woche in Bürgeranwalt, langes Warten auf das Kinderbetreuungsgeld. Warum dauert die Bearbeitung eines Antrags 3 Jahre lang? Ich habe sehr viele E-Mails geschrieben und sehr wenig Antworten bekommen.